Grüezi, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen hier zu einem weiteren Panther Replay mit mir, dem Semper. Und heute haben wir ein Replay von dem lieben Core 74 aus dem Panther Clan selber in dem brandneuen AMX 65T, dem neuen Tier 8 Heavy Tanks der Franzosen, der mit diesem Update am letzten Mittwoch rauskam. Ja, ich selber habe ehrlich gesagt nicht so viel Ahnung von diesen drei neuen Panzern. Das Einzige, was ich weiß, Turmpanzerung gut, Wandpanzerung so lala. Und glaube ich, so ziemlich jeder dieser neuen Heavys der Franzosen hat zwei Waffen, die er auswählen kann. Eine Waffe, Achtung, Panzerfraktur. Okay, eine Waffe, die generell mehr Damage macht, aber dafür weniger Durchschlagskraft hat, auch mit der Premium-Munition wichtig. Beziehungsweise mit der Premium-Munition einen geringeren Durchschlagswertsteigerung hat. Und eine Waffe, die eher weniger Damage macht, dafür viel mehr Durchschlag hat und die auch mit Premium-Munition potenziell einen höheren Durchschlagswert erreichen kann. Spielen hier übrigens auf der hässlichen Map Stalingrad und Core befindet sich hier als Übertop-Tier. Also, ja, ne? Man kann natürlich schön aggressiv fahren, wie gesagt. Aua. Der Turm ist ziemlich bei allen Panzern, glaube ich, ziemlich gut gepanzert. Die Wanne ist halt so in Anführungszeichen typisch französisch angewinkelt, aber hat, glaube ich, selber nicht allzu viel Panzerung. Auf genaue Zahlen kann ich mich gar nicht verlassen, weil ich nicht weiß. Ah, ist aber der HTC durchgekommen, weil er oben dran auf den Weak Spot geschossen hat. Aber ihr seht, hier ist der Jumbo, der Easy Eater, so bereits gebounced. Core hat ja aber auch ein bisschen die bessere Position, weil, wie ich bereits beim E5-Video da mal gesagt habe, der Schutthaufen auch noch teilweise seine Cupola hier verdeckt. Und so wie ich mich nicht täusche, hat Core hier, glaube ich, die kleine Waffe drauf, ne? 400 Damage? Ne, das ist die große. Was laber ich? 400 Damage, glaube ich, 250 Durchschlag. Seit 18. Das ist die kleine, die dicke Waffe, also sprich wenig Durchschlag und mehr Damage, wenn ich mich nicht täusche. Wenn ich mich täusche, dann ja, Pech, dann werdet ihr es sicher merken. Ja, ihr seht, das Gun Handling ist, glaube ich, ganz okay. Da kann man sich nicht groß, übermotzen. Ja, Core natürlich auch wunderschön, dass er hier die ganzen Low Tiers abfarmen darf, die hier schön vor seine Nase fahren. Also 2200 Damage hat er schon und die bleiben eben noch alle vor ihm stehen. Es kommt ja auch ein Stocktiger 1 vorbeigefahren, aber der ist durch. Jetzt ist er nochmal eben gebounced. Der AT-7 steht hier immer noch und ja, wunderbar. Auf die Kommandoluke dort oben kann man ihn natürlich zerruppen. Tiger 1 steht jetzt da hinter dem, genau, hat er gesehen, hinter dem, hinter der, ne, Mauer und so. Und da kann ich jetzt wunderschönen Seitschuss anbringen. Hinter sich der CDC gerade vom Cromwell zerrippelt worden. Und ja, jetzt hat er vor sich, hat er noch so kleines, kleinkalibriges, kleines Zeugs. Der Easy-8 hatte, glaube ich, gerade seine W- und A-Taste, S-Taste verwechselt, aber hat es geschafft trotzdem. Dem lieben Core hier einen Schuss zu... Wieso wechselt er jetzt hier die Flanke? Er will jetzt hier unbedingt... Ah, er will hier den One-Hit-HTC rausnehmen. Hat aber verpasst, dass hier noch ein Schutthaufen im Weg ist. Das heißt, er fährt hier mal vor. HTC ahnt nichts von seinem Schicksal. Aber ob er auch One-Hit ist, seht ihr, wenn das Licht angeht. Ja, das war... links eine UI, der jetzt gerade vorfährt. Mal schauen, aber der schaut nicht auf Core. Ja, die Reload finde ich ehrlich gesagt so vom Gefühl her. Ich kenne die absolute Zahl nicht, aber vom Gefühl her ist die ganz nett. Es ist übrigens schon 9:6, also das Gegenteam wird hier richtig rasiert. 3000 Damage hat der liebe Core ja auch schon an der Stelle. Also, wie sitzt, ja, ne, war das geschenkt. Jetzt fährt er aber seitlich vor, aber der Tiger. Oh, bounce trotzdem. Hat, glaube ich, auch die kleine Waffe hier drauf, also die kleine 88er von den Tier 6ern. Ja, also ihr seht, die Panzer, vor allem gegen solche kleines Low-Tier, hält hundertprozentig. Boah, 426. Die Waffe ist, ja, das ist eben die Waffe mit High Alpha und wenig Durchschlag. Natürlich spannend zu sehen, wie sich das Viech dann im Zähnebereich schlägt. Ihr seht auch die Durchschlagskraft von AP zu APC. AP mit 218, APC mit 252. Ist hier nicht so extrem. Die kleine Waffe, mit die mir auf was machen der Patriot? Da ist der irgendwie AFK, da hat der irgendwie keine Lust. Die kleine Waffe, die eher auf, jetzt hat er sich aber hier richtig doof hin manövriert, der liebe Core. Der, mehr auf Durchschlag ist, wird auch mit, der Premium-Munition einen potenziellen stärkere Steigerung haben. Ja, der Patriot hat natürlich jetzt kein Problem hier so an der Wanne durchzukommen, wie bereits erwähnt. Die Wanne ist nicht unbedingt stark gepanzert, was stark gepanzert ist der Turm.
Aber von dem kann man auch wirklich erwarten, dass er bounced. Kor hat hier tatsächlich eiskalt 4900 Damage abgesahnt, sage ich jetzt mal, wäre nicht groß anstrengend. Aber ich denke, es war mal nett, dass ich jetzt mal so diesen Panzer ein bisschen in Aktion gesehen habe. Mal schauen, ob hier vielleicht doch den Krieger kriegt. Nein, leider nicht. Krieger nicht für den lieben Korb. Jetzt wollen wir mal kurz schauen. Der Patriot ist hier einmal hier durchgekommen. Und das zweite Mal war, glaube ich, einfach stumpf durch die Seite, wenn ich mich nicht täusche. Kann ich hier genau. Machen wir Free Fly Mod. Einmal durch die Seite, wenn ich mich nicht täusche, und einmal vorne durch. Ja, ihr seht die ganz normale, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, Franzosen-Wannenwinkelung, also so ein bisschen IS-3-artig ist die Wanne bereits vorgewinkelt, wenn man von dort aufschaut, sprich anwinkeln bringt nichts, beziehungsweise bringt nur einen negativen Effekt, dass man hier dann besser durchkommt. Ihr seht, wenn er sich leicht anwinkelt, kann man auf die normale Oberplatte eiskalt durchholzen, wenn er sich stark anwinkelt, hat man hier dieses, wie sagt man, dieses Verbindungsstück, whatever, auch wenn er sidescrapen möchte, der Panzer wird hier dieses Teil immer zuerst rausschauen, bevor der Turm mit der Waffe rausschaut. Seitenpanzerung weiß ich jetzt gar nicht, aber ich glaube spätestens, wenn man das Ding nicht mehr gerade anschießen kann, dann muss er so stehen, dann kann man durch Seitenpanzerung durch. Also Wandpanzerung gilt es zu verstecken. Turm oben, ja, ihr seht es, ziemlich massiv, wie es ausschiebt, vor allem wenn er dann die Waffe noch runterdrückt und seine Gun Depression ausnutzt, wird es hier ziemlich schwierig zu durchschlagen. Ja, Weak Spot haben wir natürlich hier wahrscheinlich die Kuppel. Die kleine Kuppel weiß gar nicht, ob die überhaupt zählt. Ich nehme an schon. Aber auch die Kuppel selber, würde ich behaupten, ist gar nicht mal so schlecht gepanzert. Ich finde einfach, es sieht hässlich aus. Vor allem der Turm sieht einfach grässlich aus. Ich würde mich fragen, was das für eine Wanne ist. Ob das irgendwie so eine AMX 5020 Wanne sein sollte oder nicht? Ne, ich glaube nicht. Ja. Übrigens, HP-technisch 1550. Also hier auch nichts Außergewöhnliches. Ja, das war's jetzt schon für das Replay. Ich würde sagen, wir schalten noch gar mal gemeinsam um in die, wie sagt man, Gefechtsaufwertung. Ihr seht, der Panzer ist noch so frisch, das ist noch gar kein Zeichen. Es war bereits ein Panzerass, ein Großkaliber. Hat hier genau 4900 Damage, 5 Kills, gibt 1486 Basics. Das ist hier eine stattliche Zahl, die er sich hier erspielt hat. Zweite Stelle Black Prince, dritte Stelle VK. Dann geben wir ein Team mit Patriot, Defender, tatsächlich ein Defender, der das Top dir so versagt hat. Und ein KV 85. Ja, 15 Schüsse abgeben, davon 14 getroffen und davor sind auch 14 durchgegangen. Also ihr seht, gerade als Top-Tier hatte mit der dicken Waffe, mit der Damage-Waffe kein Problem zu durchschlagen. Auch die Treffergenauigkeit vor allem so auf dem Stadtkampf lässt sich sehen. Ja, gesniped hatte logischerweise nichts. Seine 5000 Damage hat er eben im Nahkampf gemacht. Er hat 10 Schüsse erhalten, davon sind 3 durchgegangen. Das waren zweimal Patriot und einmal der AT, der die Turmschluppe getroffen hat und 7 baut. Bounce, 1295 hat er geblockt, 4 Gegner gespottet, 6 davon angeschossen, 5 zerstört, 694 Damage gespottet. Ja, gefahren ist er nicht viel, hat hier 56.000 Credits netto plus gemacht mit Prämie und 5.260, wie sagt man, XP. Aber was wir jetzt doch gemeinsam gleich machen, ist, wir schauen uns den Panzer mal im Tanks GG an, der AMX 65T, also sprich, im, ne? Wo man da sehen kann. Wir brauchen 8er, Heavys, Franzosen und das wäre der 65T. Wo man sich die Panzer im 3D-Model anzeigen lassen kann und schauen kann, wie die Panzerung aussieht. Ja, wie bereits erwähnt, Wandpanzerung, 150 effektive Panzerung, auch wenn man frontal vor ihm steht. Also ihr seht, dieses kleine Anwinkeln bringt an sich nicht viel, also wenn ihr mehr als 160 Durchschlag habt, einfach mal auf die Wanne holzen. Unter Wanne ist witzigerweise dann besser gepanzert als die Oberplatte, also sprich ja nicht versuchen auf die Unterwanne zu schießen. Ja, Turm haben wir hier 247, 46, 230 hier oben. Die Cupola gerade mal 190, also hier wirklich, die kleine hat sogar noch weniger, 182, also sprich, wenn ihr mal Probleme habt, den zu penetrieren, dann müsstet ihr versuchen auf die kleine zu schießen, wenn die nicht trefft, auf die große und dann müsst ihr irgendwann in die Wanne rankommen. Hier außen könnt ihr es vergessen. Ah, spannend, hier unten, dieser Ring, kann ich jetzt hier bitte noch das Live-Modal anschauen, das lädt jetzt, glaube ich, kurz, nee, das ist falsch, Visual heißt es, genau, wo man den Panzer nämlich so sieht. Also ihr seht hier unten diese, wie soll man sagen, diese Krause ist, wenn er gerade vor ihm steht, Halter und steht, würde ich sogar noch eher die Krause anschießen, als hier oben die Turmstuckel.
Weil die tatsächlich nur 183 Penetration und wahrscheinlich je höher hoch man, ja genau, je höher man steht, desto weniger hatte. Umgekehrt natürlich, ups, wir wollen ja so. Wenn er einem so entgegensteht, dann wird es schon schwieriger, ihn zu penetrieren, weil dann wird auch dieser Weak Spot hier plötzlich unpenetrierbar. Und dann lohnt es sich, auf die Unterwanne zu schießen. Kriegt man aber die Unterwanne nicht ran, sondern nur den Turm, hat man ein Problem. Da muss man versuchen, den hier, den Cupola. Und da braucht man trotzdem 22 mm. Also, wenn das Ding Halldown mit, ne, nach unten schauend ist, dann, ja. Sprich, Ziel von dem Panzer wird es sein, Halldown zu stehen und sein Panzer ein bisschen, ne, nach oben, beziehungsweise ein bisschen upside down zu stellen, damit der Turm angewinkelt ist. Ja. Ansonsten, wie gesagt, tun wir mal die Waffe, kommt Waffe aus dem Gesicht raus. Ansonsten, wie gesagt, die Platte hier ist also wirklich nichts, auch wenn sie angewinkelt ist. Hier unten witzigerweise besser gepanzert als hier oben drauf. Hier das Fensterchen. Witzig. 150 mm, aber trotzdem ist es ein Instant Ricochet. Wahrscheinlich, aha, wahrscheinlich zu hohe. Wahrscheinlich, weil jetzt gerade ne, der Aufschlagwinkel zu hoch wäre. Also, wie gesagt, auf Wanne schießen, wenn möglich. Und sonst hier die Krause und sonst die Turmschluckel. Finde ich spannend. Und hier übrigens nochmal die Waffen, wie bereits erwähnt. Wir haben hier einmal eine Tier 9-Waffe, die hatte der liebe Korvas. Was kann ich mehr. Auch drauf, jetzt hat 400 Damage und 218 Penetration. Die kleine Waffe mit mehr Penetration hätte dann 300 Damage. Nur dafür 232 Penetration. Und mit Premium würde der sogar noch höher kommen auf 263 im Vergleich zu der anderen Waffe zu 252. Ja, logischerweise ist auch das Gunner-Handling ein bisschen besser von der kleinen Waffe. Also sprich, schnelleren Reload, bessere Genauigkeit und blablabla. Ne, kennt man ja. Ja, aber das war's für dieses Panther Replay heute sogar noch ein bisschen mit ne, so ein bisschen mit Lerneffekt oder wie man dem auch munkeln kann. Ich freue mich einfach, dass ihr eingeschaltet habt. Danke vielmals, vergesst nicht zu bewerten, blablabla und so weiter und so fort. Ne? Danke fürs Replay und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.